Hallo meine lieben Freunde von Let's Play Final Fantasy 14 Shadowbringers. Ich bin der dufte Typ, das ist die dufte Miete, das ist die Tieferpuppe, da ist unser Questgeber. Wir sind immer noch in Tempest unterwegs. Wie soll es denn anders sein? Endlich komme ich auch mal wieder zum Aufnehmen. Corona sei Dank. Schön, dass ihr, ich hoffe ihr seid alle gesund und munter. Zeigt es mir doch einfach mit einem netten Kommentar, wie ihr denn den ganzen Spaß übersteht. Ich überstehe es, indem ich mein gesamtes Büro nach Hause geholt habe und jetzt von zu Hause aus arbeite. Aber das liefert mir auch wiederum mehr Platz, gelegentlich mal die ein oder andere Folge aufzunehmen. Haha, falls es noch nicht so weit sein sollte, läuft jetzt nebenbei auch ein Projekt, welches ich damals vor 3 Jahren schon mal angefangen habe und jetzt endlich mal beendet habe. Oder es wird bald laufen, und zwar Horizon Zero Dawn. Wieder von vorne bis zum Ende, aber diesmal auch vollständig. Total geil. Ich kann es nur empfehlen, ich bin total gehypt, aber das war's jetzt auch schon. Mit der Werbung an dieser Stelle. Wir wollen jetzt weitermachen und reden mal mit Pausohren. Du konntest ihre harten Schalen brechen. Du bist stark. Stärker als du aussiehst. Hast du deine Fangquote also mal wieder vor mir erreicht, ja? Ich werde nie mit dir gleichziehen können, wenn es um das Erlegen von unliebsamen Biestern geht. Aber zusammen haben wir den Bestand der Schwarmkrabben ganz schön dezimiert. Die Höhlen sollten jetzt sicher sein. Psch, ich danke euch. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Nicht doch, Pursoan. Was für ein Name. Ich wollte mich doch nur bei dir entschuldigen. Hast du das schon vergessen? Außerdem ist es ja unsere Schuld, dass das Wasser weg ist. Aber vielleicht kannst du uns etwas über euer Dorf sagen. Ich würde gern mehr über dich und deinen Stamm erfahren. Bevor die Lichtflut kam, wohnten unsere Ahnen in den südlichen Meeren. Aber ihre Heimat wurde vom Licht zerstört. Nur die, die auf Reisen oder Jagd waren, überlebten. Sie schwammen und irrten durch die Meere, bis sie diese sonderbaren Gebäude hier auf dem Grund fanden. Sie müssen uralt sein, und doch widerstanden ihre Wände sowohl der Zeit als auch den Gezeiten. Sie boten unseren Vorfahren Schutz vor tückischen Strömungen und Feinden. Sie waren die Rettung in höchster Not, die Rettung unserer gesamten Stammes. Ihre Erbauer mussten sich für die Ondo errichtet haben. So glaubten es unsere Ahnen. Und so glauben wir es heute noch. Eines Tages werden die Alten zurückkehren. Wir sehen es manchmal in unseren Träumen. Und warum sonst sollten sie solch beständige Gebäude errichten? Wenn es soweit ist, werden die Ondo ihnen die Gebäude zurückgeben. Das Verschwinden des Wassers, euer Erscheinen, wenn der Älteste entscheidet, dass all dies von den Alten in Gang gesetzt wurde und ihre Rückkehr ankündigt, werdet ihr unser Dorf, in unserem Dorf willkommen heißen. Eine erstaunliche Geschichte. Ich frage mich, wie der Älteste seine Entscheidung treffen wird. Die Alten segnen uns mit Schutz und Wohlstand. Wenn ihr uns das Gleiche bringt, wird es bewiesen sein. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich danke dir für diese lehrreiche Unterhaltung, Pursoan. Wir werden alles tun, um den Ondo von Tempest zu helfen. Ich werde sehen, was ich noch tun kann, aber du überarbeite dich nicht, Dufte. Sehr schön. Her mit den Erfahrungspunkten, die wir nicht mehr brauchen, denn die Dufte Mieze ist endlich Stufe 80. Und nicht nur das, sie hat sogar schon Ausrüstung. In meinem Briefkasten wartet vollständige Stufe 80 Ausrüstung Marke Crafted, dem Luna Haruna sei Dank, der sich dafür eingesetzt hat, dass ich diese gesamten Materialien bekomme. Und genau, ihr kennt ihn sogar, wenn ihr beim Livestream bei mir gelegentlich dabei seid. Das ist der Snix, glaube ich, war das? Snix 6.
das ist niemand anderes als Luna. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle fürs Craften und Zusammenbauen. Aber jetzt wollen wir doch mal mit Ishtola reden. Ah, Dufte. Habt ihr schon was erreicht? Faszinierend. Die Erzählungen eures Ondo-Freundes passen genau zu dem, was ich mir schon zu diesen Bauten überlegt hatte. Du könntest mir helfen, meine Theorie weiter zu untermauern. Ich brauche dazu jemanden mit einem scharfen Auge. Komm doch mal hier entlang. Nein, ich will ja nicht lang. Aber wie dem auch sei, wir haben hier eine Quest. Diese Quest gibt uns höchstwahrscheinlich eine neue Windätherquelle. Die wollen wir natürlich nicht einfach links liegen lassen. Nee, nee. Die nehmen wir natürlich an. Skippen den ganzen Prozess mit Hardcore-Geklicke auf der Maus. Wunderbar. So, wo ist... Nein, ich wollte gar nicht den. Den wollte ich. Wo ist eigentlich die nächste Windätherquelle von hier aus gesehen? Oh, ein paar Jalme Richtung Westen. Das passt sich sehr gut, denn da müssen wir auch in etwa hin. So. Nicht runter, sondern hoch, glaube ich. Einfach mal hier entlang laufen. Nebenbei noch ein bisschen Kaffee süppeln. Diese Musik ist mir viel zu idyllisch für das, was hier abläuft. Habe ich noch ein bisschen, ja, Gieserkraut habe ich auch. Dann können wir nochmal unseren Freund, den Vollstrecker, hinzuholen. So. Gucken wir doch mal. Versunkene Fracht untersuchen. Was auch immer wir für den Typen hier gerade machen. Ich weiß es nicht, ist mir aber auch egal. Ich bin nur heiß auf diese Windätherquelle. Und ich hoffe, das reicht schon. Natürlich nicht. Nein, ich möchte nicht mit der Tieferpuppe sprechen. Die redet nicht mit mir. Die ist nicht sehr gesprächig. Das finde ich auch sehr traurig. Keiner redet mit mir. Moment. Ja, ich habe gerade eben meine Freundin Keiner genannt. Okay, die Windätherquelle, die wir hier suchen, ist leider doch unterirdisch. Schade. Dann wollen wir doch einfach wieder hier hochwandern. Wie viele von den Windätherquellen haben wir jetzt eigentlich? Wir haben... Oh. Zwei. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin sehr stolz auf mich. Oh, hoppla. Ich sollte auch vielleicht mal WhatsApp im Hintergrund ausmachen, damit ihr nicht die ganze Zeit den WhatsApp-Sound nebenbei hört. Ich möchte dich um zwei Dinge bitten. Bitte sieh dir zuerst die Bauten um das Dorf der Ondo herum gut an. Welche besonderen baulichen Merkmale kannst du erkennen? Dann möchte ich, dass du Proben von den Wänden der Bauten nimmst, die hier in der Nähe stehen. Kratze einfach mit diesem Messer etwas von ihrer Oberfläche ab und bringe es mir. Ich glaube, ich bin etwas auf der Spur, aber ich muss mir erst Gewissheit verschaffen. Geh bitte vorsichtig vor, Dufte. Gerne, Ishtola, gerne. Ich freue mich sehr, dass du um unser Wohlergehen besorgt bist. So, wir brauchen irgendein... ein besonderes Merkmal finden. Eigentümliches Fenster. Hey, tatsächlich, das ist ziemlich merkwürdig. Solche Fenster habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Meine Güte. Geschwungene Fenster. Boah, der Architekt muss ein echtes Genie oder einfach wahnsinnig gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich wäre nicht drauf gekommen, geschwungene Fenster zu machen. Was denn? Ich kenne nur viereckige Fenster. Habt ihr schon mal jemals in eurem Leben geschwungene Fenster gesehen? Mit Fensterbogen und solche Sachen? Was soll das sein? Ja, ich mache mich darüber lustig, dass das ein eigentümliches Fenster ist. Aber schön, dass... Okay,
Ich glaube, Sarkasmus ist an dieser Stelle irgendwie nicht so ganz angekommen. Aber okay. Was haben wir eigentlich mit der Wand? Die Wand ist äußerst hart. Auch mit all deiner Kraft gelingt es dir nicht, mit des Strohlers Mithril-Messer etwas von ihr abzuschlagen. Ist ja krass. Und das, obwohl so mies Witterungen hier unten sind. Ich meine, es ist ja ne, Wasser. Da kann ja alles Mögliche passieren. Hast du was was hast du entdeckt? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Gut, damit wäre es geklärt. Für dich sehen sie also genauso aus wie für mich. Du kannst nicht den kleinsten Splitter aus der Wand schlagen, selbst mit all deiner Kraft? Egal, was ich mir hier auch anschaue, überall fällt mein Blick auf Dinge und Stoffe, für die ich keinen Namen habe. Die Bauten, die du für mich untersucht hast, sind dafür das beste Beispiel. Sie sehen aus, als wären sie aus gewöhnlichem Stein, doch ihre wahre Beschaffenheit ist anders. Dieses Material besitzt die Eigenschaft verschiedener Materialien. Ich kann nur raten, aber es ist fast so, als hätte man mehrere Gesteinsarten zu einer vollkommen neuen vereint. Ein Gestein mit Merkmalen, die alles andere überragen. Selbst das Ronka-Kaiserreich, einst die mächtigste Nation Norfrands, vermochte es nicht, solche Perfektion hervorzubringen. Die Baumeister von Ronka scheiden also aus. Wer sind die sind dann die Alten, von denen die Ondo glauben, dass sie diese Gebäude errichtet haben? Ich habe den Verdacht, die Antwort liegt auf der Hand, wenn wir MSH mit in die Rechnung einbeziehen. Die Ashians. Es waren die Ashians. What the fuck? Dieser Ort hier ist schwer zu erreichen. Zugegeben, das könnte ihm als Grund genügen, ihn zu seinem Unterschlupf zu machen. Aber die Dinge sind mit ihm selten so geradlinig. Die Ashians haben eine Agenda und MSH wird nichts unversucht lassen, sie umzusetzen. Er wird sich sein Versteck mit Bedacht ausgewählt haben. Oder wer weiß, vielleicht bedeutet ihm dieser Ort einfach nur besonders viel. Willst du damit sagen, dass die alten Ashians dieses Gebäude gebaut haben? Oder waren es am Ende doch die Alager? Plot Twist. Das ist zumindest meine Theorie. Es sind Überreste aus einer Zeit, zu der das Gestirn noch nicht in 14 Teile gespalten war. Aus seiner Zeit. 7 Katastrophen sind über den Ursprung bereits hereingebrochen. Genug, um alle Spuren aus dem Anbeginn auszulöschen. Aber in den Splitterwelten können sich noch welche befinden. Dies ist eine Kopie der Wandmalereien, die wir in den Irrungen der Kitari gefunden haben. Almet hat sie mir gegeben, als ich nach unserem Sieg auf Kolusia einen Abstecher nach Farnorf gemacht habe. Sieh dir das erste Bild an. MSH sagte, dass es aus der Zeit vor der Zersplitterung stammt. Würdest du es nicht auch sagen, dass die Türme den Bauten ähneln, die du dir gerade angesehen hast? Das Wandbild ist natürlich keine genaue Referenz, aber ich finde die Gemeinsamkeiten doch auffällig. Ich spüre, dass wir etwas auf der Spur sind. Vielleicht finden wir sogar einen Turm, der denen auf dem Wandbild genau gleicht. Dann wäre jeder Zweifel beseitigt. Im Süden ist nichts als Sand, aber westlich von hier könnte noch mehr Ruinen liegen. Versuchen wir dort unser Glück. Finde ein Gebäude, das auch auf der Wandmalerei zu sehen ist und betrachte es eingehend. Okay, das kriegen wir hin. Ich meine, solche Gebäude sind ja doch relativ einfach. Nein, warum wechsle ich immer wieder auf Summoner?
Obwohl ich den Summoner eigentlich gerne mal weiterspielen möchte. Die im Süden bekommen wir nicht. Das heißt, da brauchen wir gar nicht erst nachgucken. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Okay. Das ist jetzt mal sehr interessant. Wir sollen ein Gebäude finden, was genauso aussieht. Aber uns wird nicht gezeigt, in welche Richtung das zu finden ist. Ah, hier haben wir nochmal eine Windinterquelle irgendwo. Vielleicht kommen wir auch an diese dran. Oder sie ist wieder unterirdisch. Das könnte auch möglich sein. Okay, sie scheint unterirdisch zu sein. Ist vermutlich auch genau die, die wir schon mal gesucht haben. So, schön wäre es, wenn wir jetzt fliegen könnten. Tun wir aber nicht. Können wir irgendwie hier entlang oder so? Einfach hier drüber klettern? In der Hoffnung, dass wir hier Türme finden, die so aussehen, als ob sie von Ashians gebaut wurden. So, Richtung Südwesten haben wir wieder eine Windinterquelle. Und das hier. Also hier sind auf jeden Fall gut viele Ruinen. Richtung Süden. Tatsächlich laufe ich hier gerade ziemlich blind. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern, wo das war. Südosten, da lang. Auch die Windätherquellen sind mir verborgen. Vermutlich wieder eine, die unterirdisch ist oder so. Moment. Was macht denn das Ding? Ach so. Moment. Ja, da unten, dieses Ding. Das hatten wir, da sind wir gerade schnurstracks dran vorbeigewandert. Da. Das sieht doch akkurat so aus. Moment, irgendein Makro oder so? Bin mir nicht sicher. Oder es gibt hier vielleicht irgendwo einen Punkt, den wir... den wir sehen können. Aber das ist auf jeden Fall zumindest schon mal der richtige Ort. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ah, Mensch! Wie auf Kommando sehen wir auch noch eine Windätherquelle vor unserer Nase. Und guck mal, da ist auch der Beobachtungsort. Wupp, wupp. Erstmal Windätherquelle und dann Sightseeing. So, die nächste ist dann wahrscheinlich irgendwo Richtung Süden, sage ich ja. Tada! Wir haben den Ort gefunden, den wir gesucht haben. Ja, kein Zweifel. Das ist das Gebäude auf dem Wandbild. Welchem Zweck es wohl diente? Es hat bestimmt einen imposanten Anblick geboten. Aber wie groß es wirklich war, ist schwer zu sagen. Es scheint größtenteils begraben zu sein. Begraben unter dem Staub und Sediment der Jahrtausende. Was für ein Gedanke. Eine ganze Kultur von der Geschichte vergessen.
Niemand, der sich an sie erinnert, mit Ausnahme der Ashians. Hier hat ihre Stadt gestanden. Hier haben sie gelebt, unsere Erzfeinde. Wir sollten uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Der Älteste hat von erwachten Rätseln und einem erleuchteten Land gesprochen. Es scheint das alles als Zeichen zu deuten, dass die Alten zurückkehren. Wie man das auch dreht und wendet, alles lässt nur einen Schluss zu. Dass Emetzeich sich dort niedergelassen hat, wo die Ondo das Leuchten gesehen haben, genau wie Rine es gesagt hat. Wie war? Wenn wir wissen wollen, wo dieses erleuchtete Land ist, müssen wir das Vertrauen der Ondo gewinnen, und zwar schnell. Komm, lass uns sehen, wie was die anderen in der Zwischenzeit erreicht haben. Ich möchte unsere Vermutungen sofort mit den anderen teilen. Außerdem will ich wissen, ob die Fortschritte bei den Ondo gemacht, haben. In Anbetracht deines Zustands solltest du die schwere Arbeit uns überlassen. Trotzdem habe ich eine Bitte an dich. Besuch nochmal Pauschs Ohren. Bestimmt kann er uns noch mehr über diesen Ort erzählen. Wer weiß, vielleicht erfährst du etwas, das uns hilft, Emetzeich und den Kristallexeichen zu finden. Weiß nicht, wie wär's mit Bazooka? Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Ich wandere hier nochmal ein bisschen den Weg entlang, weil ich doch irgendwie Sorge habe, dass ich sonst einer Windätherquelle. Dass ich an der Windätherquelle vorbeilaufe, und das will ich nicht. Ich habe keinen Bock hier in diesem verwinkelten. Also im Moment sieht alles noch wunderschön einheitlich, ne, plan aus und so weiter. Alles ist toll. Der Schein ist leider nicht ganz so. Tatsächlich, der Schein trügt. Das ist verwinkelt ohne Ende, denn dieses gesamte Gebiet geht noch auf eine zweite Ebene runter. Und okay, anscheinend gibt es hier keinen weiteren Weg. Gucken wir nochmal. 163 Südwesten. Also wir sind so auf dem richtigen Weg hin. Aber wohl irgendwo wieder da unten. Na gut, okay. Dann wollen wir hier gar nicht so lange verweilen. Wir wollen gleich hier rüber. Und die nächsten Teilquests abschließen. So, erstmal diese Quest mit der Windätherquelle. In der Hoffnung, dass die damit auch abgeschlossen ist. Ey. Ja, ich möchte gerne die Videosequenz überspringen. Danke sehr. Schön. Damit haben wir die erste Moment. Okay. Doch. Damit haben wir die erste Windätherquelle. Zumindest schon mal auf unserer Seite. Jetzt rede ich nochmal mit dem Dude dort. Um sie mir auch dann direkt abzuholen. Und danach werde ich erst mit Fischkopf Ohren sprechen. Denn das ist noch so ein kleiner Bruch irgendwie, immer hin und her zu springen. Und ich möchte euch ja ein bisschen die Sidequest, oder die Mainquest näher bringen. Und nicht unbedingt das Sidequesten. Das Sidequesten könnt ihr nämlich auch ohne mich. Wenn ihr dieses Spiel spielt, habt ihr Bock auf dieses Spiel, dann spielt es. Es ist das beste MMORPG zurzeit auf dem Markt. Und knifflig ohne Ende, sowohl für Competitive als auch für Casual-Spieler super geeignet. Wenn ich bedenke, die erste Aufnahme von Dufter Mieze liegt jetzt auch schon fast 6 Jahre zurück. Das ist echt heftig. Ist mir gestern erst aufgefallen. Ich habe mal geguckt, so, ach Mensch, welche alten Projekte habe ich denn da am Laufen gehabt? Und dann bin ich so über Wolfenstein gestolpert und dachte mir, meine Fresse, waren das schlechte Aufnahmen. Und
dann habe ich gesehen, oh Mensch, da beginnt ja auch gleichzeitig mein Final Fantasy 14 Let's Play. Und das war im Juli 2014. So in dem Dreh. Also ich bin jetzt auch schon seit über 10 Jahren tatsächlich im Let's Play unterwegs. Und man merkt halt eben selber, irgendwie nicht sehr erfolgreich mit meinen 50 Viewern, die ich halt eben regelmäßig habe, auf Final Fantasy Videos wohlgemerkt. Aber hey, das finde ich nicht dramatisch. Dafür finde ich meine Community unglaublich nett, wenn sie sich auch mal meldet. Und ja, das ist mir so das Wichtigste. Ich will Spaß am Spielen haben und diesen Spaß mit euch teilen. Und deswegen gibt es auch weiterhin diesen Kanal und diese Let's Plays. Psst, die flossen los, ne? Deine Freundin und du habt viel getan, um den Schaden gut zu machen, den die Luftblase angerichtet hat. Ob es noch etwas zu tun gibt? Warst du schon bei den Mauern der Vergessenen? Da komme ich gerade her. Die Alten lenken deine Schritte. Vielleicht seid ihr wirklich die Gesandten. Ich glaube an euch. Also hört zu. Die Ondo wollen den Lichtern des erleuchteten Landes eine Antwort schicken. Eine Lampe soll die Mauern der Vergessenen erhellen. Aber es wird keine gewöhnliche Lampe sein. Ein Großmeister der Handwerkskunst wird sie herstellen. Seine Waren sind exzellent. Sein Können unübertroffen und sein Charakter außergewöhnlich. Ist er doch ein Flossenloser, der sich dazu entschlossen hat, hier unten bei uns zu wohnen. Doch die heilige Lampe hat er noch nicht fertiggestellt. Wir sind in großer Sorge. Geh und komm mit ihr zurück. Dann werden auch die anderen Ondo an euch glauben. Er hat seine Werkstatt in einem Haus aus Metall in Richtung Süden. Sein Name ist Grenold. Grenold? Gerold? Irgendwie klingt das ziemlich gleich. Ob es da Parallelen gibt? Wer weiß. Man weiß ja so ein bisschen, ne? Ursprungswelt, also Splitterwelt, Ursprungswelt und so weiter, haben gewisse Parallelen, was die Gebiete angeht und halt eben auch die Ländereien und so weiter. Ich meine, das allerbeste Beispiel ist ja wirklich Yulmor, was stark an Limsalumimsa erinnert. Massiv runtergekommen, muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht so hübsch wie Limsa, mit den ganzen kaputten, eingefallenen Wänden. Ah, Windederquelle. Perfekt. Voll auf dem Weg. Aber das, was jetzt hier ist, ist auch der Grund, warum ich Stufe 80, also die nächste Quest wird es wahrscheinlich schon sein, ist der Grund, warum ich Stufe 80 erreicht habe, noch bevor ich auf den Cut komme. Denn ich kann... Es wird gleich passieren, dass wir Quests machen müssen. Und zwar die Klassenquest. Und aufgrund dieser Klassenquest ist es unglaublich wichtig, Stufe 80 zu sein. Denn sonst wäre hier jetzt eine sehr lange Pause. Aber ja, reden wir mal mit Grenold. Da leckt mir doch einer die Stiefel von innen ab. Besuch von der Oberfläche. Ach was, ich träume oder sehe Gespenster. So ist es doch immer. Mir machst du keine Angst, du billiges Kirmesgespenst. Stopf dir doch deine Seele ins Maul. Ich brauch sie eh nicht mehr. Ich bin der unbegabteste, unfähigste, ungeschickteste Handwerker, den die Welt je gesehen hat. Ein Unhandwerker und ungewaschen obendrein. Das habe ich dazu gedichtet, das war lustig. Ach so, okay. Grenold steckt in einen Stimmungstief. Versuche ihn aufzuheitern. Okay. Los, auf geht's. Du bist der Beste. Was denn? Versuchst du etwa mich aufzumuntern? Bist du etwa doch kein Seelenfresser aus dem Jenseits? Doch, aber ich versteck mich nur im Körper einer Duftmieze. Hier steckst du also. Was murmelst du da? Gefällt dir etwas? Gefällt dir irgendwas nicht an mir?
Naja, kann schon sein, dass ich mich hier unten etwas weniger um mein Äußeres kümmere. Ich hab doch gesagt, es ist nicht gewaschen. Aber das war ja auch Sinn der Sache, einen Ort zu finden, an dem ich mich ganz auf meine Arbeit konzentrieren kann. Aber jetzt flüstere ich dir nochmal, jetzt flüstere mir doch mal, was du denn eigentlich hier unten treibst. Ist ja nicht alle Tage, dass ein Flossenloser den Meeresboden entlang spaziert. Die Lampe von den Schuppenhäuten. Uah, wie konnte ich die nur vergessen? Ich unorganisierter, unzuverlässiger, unpünktlicher Unhandwerker. Kann ich nicht mal einen so einfachen Auftrag erledigen? Eine Lampe, eine einfache Lampe, um sie an eine Mauer zu hängen. Den Schuppenhäuten ist sie sogar heilig. Und ich habe noch nicht mal damit angefangen. Ich weiß erst gar nicht, wie ich anfangen soll. Eine Lampe, pah, leicht gesagt ist das. Was denn für eine Lampe? Bitte sag mir, dass du eine Idee hast. Irgendwas, um meine Kreativität anzuregen. Die Ondo wollen doch den Alten ein Zeichen geben, auf ihre Lichter antworten oder sowas. Vielleicht ein leuchtender Kristall? Nicht irgendeiner, sondern mit einem ganz besonderen Glanz, voller Freude und Kummer und sowas. Weißt du, was ich meine? Geralt verlangt nach einer Inspiration, wie sie sich nur nach Abschluss einer langen, tragischen Geschichte kristallisiert. Schließe einen der Rollenaufträge ab, die im Sternenhagel in Kristarium aufgenommen werden können, und kehre danach zu Grenold zurück. Und damit haben wir unsere nächste große Aufgabe. Wir kommen hier nämlich nicht weiter. Erstens ist diese Quest eh für Stufe 80, bin ich der Meinung. Moment, kann man das sehen? 79. Sie ist 79. Aber die Klassenquest kann man nämlich nur mit Stufe 80 abschließen. Und deswegen bewegen wir uns jetzt nach Kristarium und machen hier einen Cut. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 14 Shadowbringers mit der Klassenquest für Tanks. Es gibt drei verschiedene, wenn mich nicht alles täuscht. Drei? Vier eigentlich, ne? Stimmt, ja klar. Es gibt den, es gibt die Tanks, es gibt die, die Caster, die Heiler und die Melee-Klassen, glaube ich. So war das aufgeteilt. Und ja, wir machen die Tank-Story, die, by the way, tatsächlich mega gut ist. Deswegen werde ich sie auch genauso wie die Main-Quest ein bisschen mit meiner liebsamen Stimme vertonen und euch in vollem Ausmaß erzählen. Es wird eine schöne Geschichte, eine wirklich schöne Geschichte. Aber ich möchte auch nicht zu viel versprechen. Ich wandere hier nur schon mal runter. Und wie schon gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's Play Final Fantasy 14. Dankeschön fürs Zuschauen. Nicht vergessen, Daumen nach oben, Glocke drücken, Abo hier lassen und so weiter und so fort. Das ist das Übliche halt.